Herzlichen Dank, dass ich auch wiederholt hier sein darf. Ich bin jetzt ein bisschen nicht irritiert, aber nach so vielen schönen Treppen kommt jetzt eher ein rüde These. Ich hoffe einfach, dass das irgendwo geht. Du schreibst im Text Form und Architektur. Was könnte dieses Verhältnis sein? Du sprichst von Form und Entwurf und du sprichst von Form und Bau. Und du schreibst auch, du möchtest wissen, wer bestimmt wen durch was. Ist es die Konstruktion oder das Material, die die Funktion bestimmen? Ich bin der Meinung, und Julia Naumann hat es eigentlich gesagt, ich bin der Meinung, also mindestens bei dieser Arbeit ist es die architektonische Idee, die letztendlich eigentlich die Grundlage bietet für alles, was dann kommt. Also die ganze Frage von Ort, von Typologie, von Morphologie, von Programm und ist eigentlich in zweiter Linie erst entstehungsfähig, wenn diese zu ersten Überlegungen und in diesem Fall die Frage, wie möchte ich wohnen? Also wenn ich es mit dem Wohnen zu tun habe, muss ich da stellen und das determiniert nach meiner Meinung bereits ja schon viele Fragen von Form. Ich glaube, ich war etwa 22, da war ich zum ersten Mal nein, nicht zum ersten Mal, aber als junger Architekt zum ersten Mal in Paris, und dieses Gebäude hat mich ziemlich irritiert, aber auch fasziniert, weil es eine unglaubliche Verschlossenheit nach außen hat. Also diese Frage von, wie wohne ich und wo wohne ich eigentlich hin, wohne ich nach außen oder wohne ich nach innen, dieses Gebäude gibt eigentlich ja erstens einmal Fragen, aber dann auch relativ schnell eine Antwort. Adolf Loos hat auch in anderen Häusern ein ganz starkes nach innen wohnen postuliert. Das hat mich fasziniert. Währenddem natürlich die moderne These von Licht, Luft, Öffnung genau das Gegenteil tut. Eigentlich hat das zur Folge gehabt, dass die Räume einen direkten Drang zum Außenraum bestimmen. Also dieses Wohnen nach außen zum Licht hat fatale, oder ich sage jetzt mal, große Folgen gehabt für eine Raumidee beim Wohnen. So. Und ich meine, das extremste Beispiel, das wir kennen, ist eigentlich das absolute Wohnen nach außen. Es gibt gar kein Innen mehr, es gibt nur noch ein Außen. So. Das wäre dann so das Extreme. Und das sind ja alles Gedanken, die Form bestimmen. Das Atriumhaus ist diesbezüglich eine uralte Wohnform, natürlich genau das Gegenteil. Es ist die radikalste Form einer ausschließlichen Binnenbeziehung, also eine Beziehung nach innen. Ich bin im Moment selbst an einem Projekt, wo wir das realisieren werden. Also wir möchten aufgrund oder wir werden aufgrund dieser Grundlage ein Haus bauen, ein Wohnhaus, das absolut nur noch es gibt kein Fenster mehr nach außen, sondern es gibt den Hortus und das Atrium. So, also dieses kontemplative nach innen Gedachte ist eigentlich historisch, und jetzt komme ich eben auf den Historismus, eigentlich ein Thema gewesen, ist aber natürlich durch die Moderne ganz anders und neu gedacht worden. Es gibt im Historismus eben auch die Vorstellung, dass eine Wohnung ein Raum nicht nur zum Außenraum sich orientiert, sondern dass in der Wohnung selbst, im Innern, eigentlich ebenso Binnenbeziehungen entstehen. Dieses Projekt Stadthaus am Viadukt, Christoph, du hast das sogar in einem deiner Bücher publiziert von Rudolf Linder, da sieht man diese Binnenbeziehung, diese Beziehung nach außen, natürlich über das Fenster in die Stadt, aber eben auch das Bedürfnis, nach innen eine eigene Welt zu entwickeln. Ein unglaublich schöner Grundriss, und hier sieht man auch über die Abbildungen eben diese innere Welt, die eben dieses Bedürfnis nach innen zur Orientierung ergänzt wird, mit natürlich dem Fenster in den Stadtraum. Wir haben es ja heute
Zu tun in den Städten mit absoluten Verdichtungen. Also wenn natürlich bei Delhi man diesen unglaublichen Landschaftsraum hat, dann, das sieht man auch bei dem Grundriss, den du gezeigt hast, ist natürlich diese Außenbeziehung natürlich das Kapital. Wenn man aber einen solchen Blockrand im 21. Jahrhundert jetzt wieder huldigt, apropos von unserem Freund Vittorio Lampugnani, aber wenn man in diesen engen Räumen wohnen möchte, dann sollte man nicht eigentlich im Grundriss dann eigentlich eine modernistische Raumidee verfolgen. Diese Räume, die gehen alle nach außen. Wir haben eigentlich keine Binnenbeziehung. Das finde ich eigentlich ziemlich irritierend, dass eben eigentlich man dann nicht wenigstens die Tugend der Grundrisstypologien aus dem 19. Jahrhundert hier versucht hat anzuwenden. Und du hast bei deiner Fabrik gesagt, es gibt die Halle oder etwas, aber es gibt etwas, das im Innern aktiv ist. Hier gibt es nichts. Es gibt alles nur nach außen. Und das hat dann natürlich die Folge, dass man sieht es jetzt nicht gut, aber da sind alle Läden unten und die Vorhänge sind zu. Weil es ist einfach Voyeurismus. Also, und das ist das Problem. So, ich empfinde das als Problem. Gut, wir hatten die Möglichkeit auf dem Bruder Holz und es stellte sich beim Wettbewerb, es ist eine reine Wohnüberbauung geworden, stellte sich bei uns beim Wettbewerb natürlich eben diese Frage, welche Beziehung bauen wir auf vom Innenraum? Und wir haben im Prinzip mit diesen Raum, also die sind wie ein, so groß wie ein Raum, die sind 15 Quadratmeter bis 20 Quadratmeter großen Lodgen, haben wir versucht, eigentlich eine neue Orientierung zu etablieren, nämlich nicht einfach das Fenster, das eben in den Außenraum sich orientiert, das gibt es da gar nicht mehr, sondern es gibt die Räume, gehen nur noch indirekt in den Außenraum oder mit Distanz, weil sie nämlich innen an der Loggia angeordnet sind. Also das ist das Prinzip. Es gibt einen Außenbezug, es gibt aber natürlich Querbezüge und Diagonalbezüge. Das war, und das determiniert ja schon Form, aber das ist ein Gedanke. Und dann kommt natürlich der Ort, die Idee, Kontext, dass man die Zeile ergänzt, die Idee der Parzellierung, dass man maßstäblich auf den Bestand eingeht und dieser Binnenraum, dieser wunderbare Grünraum, den man natürlich weiter etabliert. Das sind aber erst in zweiter Linie natürlich dann, jetzt beginnt das bei mir auch, die Konsequenzen. Und so haben wir dann die Zeile ergänzt, wir haben diesen Binnenraum etabliert und wir haben diesen Maßstab der Parzellierung übernommen über Ondulierung des Körpers. Also er ist einfach nicht nur 100 Meter lang oder wie lang er auch immer ist, sondern der wird strukturiert. Daraus entsteht dann dieses Modell. Der Binnenraum, wie gesagt, der wird über die Landschaftsarchitektur durchgezogen und es entstehen Grundrisse, die eigentlich, das sieht man jetzt hier nicht wirklich. Deshalb komme ich auf diese Typen A bis F. Aber die haben jetzt immer über diese eingelegten Lodgen eben diese andere Orientierung, nicht der Drang direkt nach außen, sondern eigentlich eine Binnenraumbeziehung, eine Intimität des Wohnens. Ich finde, das ist heute gerade, das kann man ja dann als Modell übertragen, natürlich in noch städterischere Situationen. Die Intimität braucht es in jeder Wohnung nach meiner Meinung. Und wenn eine Wohnung nur noch nach außen hin orientiert ist und eine zu große Dichte hat, dann hat man das Problem natürlich der eben des Voyeurismus. Also man hat diese Privatheit, die beim Wohnen unabdingbar ist, eigentlich nicht garantiert. So sind sechs unterschiedliche große Wohnungen über die natürlich die Formung, eben um diese Parzellenstruktur weiterzuführen und dann der Überbauung einen Maßstab zu geben, entstanden. Hier exemplarisch eine Fünf-Zimmer-Wohnung. Und man sieht jetzt, wie die Mitte zentral wird. Die Mitte, also es orientiert sich im Grundriss alles in die Mitte. Es gibt dann vier Schlafzimmer, die eben eigentlich nicht nach außen hin ein Fenster haben zum eigenen Freiraum. Aber man sieht es, ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Und es ist alles, es ist
Es sind Zellenräume eigentlich, die sind abschließbar, aber wenn man über Schiebetüren kann man eigentlich aus der Fünfzimmerwohnung eine Einzimmerwohnung machen. Aber wichtig ist, das Zentrum der Wohnung ist nicht die Peripherie, sondern eigentlich das Zentrum des Grundrisses im Innern. Und es gibt ganze neue Orientierungen. So. Also es gibt eigentlich kein Fenster, es ist ein Haus ohne Fenster, sondern nur über strukturelle innere Öffnungen. Privatheit wird zum Thema. Hier sieht man das in den Ansichten. So, und das ist umgesetzt. Es ist jetzt gerade Anfangsjahr fertig geworden. Wir hatten glücklicherweise einen üppigen Sommer und der Garten gedeiht. Es ist eine Klinkerfassade und sonst sind es Holzfenster und eben diese Brüstungen aus Kupfer. Und ich glaube, diese Bilder möchten eben diese neue Idee der Innereien, der inneren Beziehung, die Idee von Privatheit, von Geborgenheit dokumentieren und eben diese inneren Durchblicke, die werden etabliert. Und der voyeuristische zum Blick zum Nachbar, der wird minimiert. Ich danke Ihnen.